Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Ja, dreimal dürft ihr raten, wer das jetzt sagt. Das seid ihr ja. Genauso wie ich es vorher gesehen habe. Und wer war das? Wer kommt drauf? Danny, wach auf. Hey Sid, was machst du denn hier? Wo sind wir überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Wir sind bis zum Treibsand gekommen und dann wurde mir plötzlich schwarz vor Augen. Und jetzt sitzen wir hier in so einem Käfig. Richtig, bei mir war es genauso. Hey, was ist eigentlich mit den anderen? Ich weiß es nicht. Ich sorge mich um ihre Sicherheit. Hattet ihr angenehme Träume? Diese Stimme. Bist du das, Kuya? Es freut mich, dich wiederzusehen, Bernie. Was ist mit den anderen? Was hast du mit ihnen gemacht, du Mistkerl? Aber, wer wird denn gleich beleidigen werden? Sorge dich nicht um deine Freunde. Ich habe ihnen alle auch eine kleine Räumlichkeit zugewiesen. Und nun, lass mich dir zeigen, welchen Komfort diese Räumlichkeiten bieten können. Und wenn ihr noch so zäh seid, dort unten werden euch eure Kräfte nichts nützen. Wenn ich könnte, würde ich dich gleich zweimal töten. Oh, sind wir etwas sauer geworden? Wie dem auch sei. Ihr habt sicherlich verstanden, dass euch im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füßen brennt. Daher wollte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Aber ich bin ja auch kein Unmensch und so werde ich zumindest für das Leben der anderen garantieren. Was sagst du also? Ich glaube, es geht los. Sonst noch Wünsche oder was? Da muss ich wohl deutlicher werden. Was sagst du hierzu? Ich habe wohl kaum eine andere Wahl, oder? Ja, wenn ihr das andere genommen hättet, dann wäre der kleine Dialog nicht gekommen. Haha, so ist es. Dann tritt heraus. Wieso hängt es jetzt? Keine Ahnung. Herzog, pass auf die anderen auf. Sei ein bisschen. Gib Acht auf dich. Und dass du mir ja wieder heil zurückkommst. Na klar, lass mal nicht die Schenkel hängen. Bis später. Das ist ein guter Witz, lass mal nicht die Schenkel hängen. Na gut, dann bleibt uns wohl nichts anderes. Hä? Hier treibt ihr euch also rum. Sag doch was. Stell dich zwischen ihnen in die Mitte. Hey, es ist ein Teleporter. Teleportation! Boom. Okay, wir sind allein. Hier ist nix. Sei willkommen in meinem bescheidenen Heim. Spar dir die Leier. Was willst du? Du scheinst aber gar nicht in guter Stimmung zu sein. Gut, dann höre. Du sollst mir aus einem bestimmten Ort einen bestimmten Gegenstand holen. Was soll der Schwachsinn?
geht das Ganze vielleicht auch ein klein wenig genauer? Du solltest aufpassen, wenn du mit mir sprichst. Du wirst doch nicht vergessen haben, dass ich die zarten Leben deiner Freunde in meiner Hand hatte. Scheißdreck! Du sollst an einen Ort namens Ulwerd gehen. Und der ist wo? Ulwerd befindet sich auf dem vergessenen Kontinent, südlich der Chassis-Schlucht. Ich bin für diesen Ort sozusagen nicht geschaffen. Was soll das wieder heißen? Dieser Ort scheint von einem antimagischen Kraftfeld umgeben zu sein. Da ich deswegen dort keine Magie wirken kann, habe ich mir gedacht, ich lasse dich, Dummkopf, die Arbeit machen. Und ich möchte, dass du mir von dort den Guru-Stein holst. Hört sich doch alles ganz einfach an, oder? Ich werde dir ausnahmsweise meinen Luxuskreuzer heilen. 3 von deinen Freunden werde ich erlauben, dich zu begleiten. Schließlich gefällt es dem wenigsten, sich gegen sich selbst zu kämpfen, nicht wahr? Schon gut, und? Hast du deine Wahl getroffen? Also, Magie wirkt nicht. Das heißt, mit Pfiffi kann man relativ wenig anfangen. Und mit Weißmagie auch. Aber, das heißt, die andere Truppe bleibt hier. Und es wäre ziemlich idiotisch, wenn ich jetzt 2 Weißmagier, einen Schwarzmagier und einen Blaumagier hier lassen würde. Das heißt, wir nehmen Mahagon auf jeden Fall mit. Lilly nehmen wir auch mit, zwecks Weißmagie, auch wenn keiner wirkt. Keine wirkt, aber es wäre idiotisch, wenn wir die hier drinnen lassen. So, jetzt schwanke ich zwischen Freya, Steiner und Quina. Ich habe meistens immer Bernie, Lilly, Mahagon und Queen und Steiner mitgenommen. Aber da das Magieschwert hier ziemlich gut sein wird, werde ich mich, glaube ich, für Queen entscheiden. Oder wir können auch noch Frösche fangen, glaube ich. Aber Angreifer wären auch nicht schlecht. Oh Mann. Ah, scheiß auf. Ich nehme Queen mit. Truppe habe ich so noch nie mitgehabt. Quina, Mahagon und Lilly. Dann sollen sie sich zu uns gesellen. Quina. Mahagon. Austreten, bitte. Lilly. Diese 3 sollen heraustreten. So. Geht zu dem Platz, wo sich die 2 Wege kreuzen. Alles klar. Keiner sagt was. Alle lassen sich nur teleportieren. Teleportation! Schiu! Welch freudiges Wiedersehen. Ich bin sicherlich gerührt. Los, stell dich auf die Plattform dort. Du wirst dein Versprechen halten? Aber sicher doch, du kannst dich ganz auf mich verlassen.
Was seid ihr doch alle für Narren? Was soll das jetzt schon wieder für Anspielung sein, Kuya? So, aber jetzt muss ich erstmal hier mal ein bisschen umrüsten. Bernie und Lilly sind ja schon ausgerüstet. Ja, dann haben wir noch Mahagon. Aber wir werden da, glaube ich, erst Almosen lernen oder sollen wir Fluch lernen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Da hat er eh noch was am Lernen. Gut, bei Quina. Allzweckweste. Ja, sie lernt auch noch. Oder er lernt noch. Entschuldigung. So, Ability. Was nehmen wir denn bei Quina an? Level Up auf jeden Fall. Das heißt, Vollmond einmal weg. Wieso hat Quina Vollmond angelegt? Level Up. So, Rest passt, glaube ich, so. Bernie. Lassen wir die Aufteilung, glaube ich, auch mal von Anfang so. Und bei Lilly passt es auch. Und bei Mahagon. Ah, der hat noch der hat weder Level Up noch. Oh Mann. Da haben wir noch ein hartes Stück Arbeit vor sich. Nun gut. So, dann gehen wir mal. Oh, mein kleines Kämpchen! Ist doch auch nicht schlecht. Oh nein, M&M's. Ja, ihr habt richtig gehört, die heißen so M&M. So, schauen wir mal. Kann Quina diese Ability schon? Ja, kann sie schon. Das heißt, wir greifen einmal. Der eine ist physisch angreifbar, der andere magisch. Rot, glaube ich, heißt physisch. Genau, Rot heißt physisch angreifbar. Also physisch Angriffe ist er. Oder heißt er Rot? Oder ist es umgekehrt? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh nein, Lilly, stopp. Gleich mal. Zwischen den Stopp. Bin wieder so unvorbereitet. Allheilmittel. Angriff. Blau ist für Magie. Der zaubert dann Magie. Los, Mahagon. Scheiße. Das war verkehrt. Jetzt sind beide wieder rot. Angriff. So, Quina. Level 5 tot. Wir sind nämlich beide, glaube ich, anfällig gegen Level 5 tot. Also bin ich nicht vorher schon drauf gekommen. Der haben wir, glaube ich, Level 30 oder 35. Irgend sowas in der Art. Oh, Quina, jawohl. Level up, die brauchst du auch. So, dann gehen wir weiter. Sag bloß, das ist. Ist das die Hildegard 1? Ja, Leute. Und wo all wert ist und ja, was wir noch alles erleben, werden wir
nächsten Mal sehen. Leute, bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.